Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nachdem ich den Daniela Katzenberger Adventskalender ja schon ausgepackt habe, ist nun der Klassiker dran von Brand News. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 40,99 €, hat 24, hat der wirklich nur 24 Kläppchen oder hat der mehr? Nee, der hat mehr als, der hat hier noch 26 Kläppchen. Der hat ein bisschen mehr Kläppchen als normalerweise. Das ist cool, denn der ist auch ein bisschen teurer als andere Food-Adventskalender, zum Beispiel der von Degusta-Box, den ich auch ausgepackt habe und den ihr vielleicht jetzt sogar immer noch gewinnen könnt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Es ist natürlich Food, es ist an die Foodbox Brand News angelehnt und schönes Design. Ich weiß gar nicht, ob das so unterschiedlich ist zu dem vom letzten Jahr, aber ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein. Ich kriege den natürlich nicht komplett ins Bild. Ne? Hier oben geht er nämlich noch weiter. Schöne, schmackhafte Weihnachten steht da nämlich oben auf so einem Aufsteller noch drauf. Und unter Weihnachten geht es auch noch eine Etage tiefer. Das ist ein Riesenvieh. Hier haben wir auch immer Kärtchen mit drin, wo die Preise mit draufstehen. Und die bewahre ich mir auch, damit ich das besser nachher beim Schneiden machen kann. In der Nummer 1 haben wir von Milka Schoko Mini Stars. Da stand ich heute noch vor. Ziemlich witzig. 185 Gramm sind hier drin enthalten. Denn ich war heute einkaufen und hätte die fast mitgenommen. Aber jetzt habe ich die ja im Adventskalender. Wie cool. Ich glaube, in jedem Food-Adventskalender dieses Jahr haben wir tatsächlich diese Dinger von Kellogg's drin. Ne? Die Tresor-Snacks, Milk, Choco, Viecher, 120 Gramm sind hier drin enthalten. Und mein Freund und ich, wir haben uns eben noch darüber unterhalten, weil ich den von Degusta-Box ausgepackt habe. Sind das jetzt einfach Snacks, das heißt Tüte aufreißen und snacken, oder macht man sich die einfach in eine Milch? Also wir werden uns die in eine Milch machen und dann essen wie Cornflakes. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass ich das Material, was hier drin ist, super verwenden kann für meine Irmgard. Ich habe nämlich einen Igel aktuell in Pflege. Die ist zwar schon draußen, aber ich glaube, dass dieses Stroh, was da drin ist, super für sie als Nestmaterial wäre. So, Recycling, Leute. In der Nummer 3 haben wir hier von Blockhaus die Burgersoße mit Gurke und Zwiebeln drin. Hammergeil, 240 Milliliter. Definitiv ein Grund, dass mein Freund und ich uns bald wieder mal Burger machen können. Und wir waren auch tatsächlich schon zweimal bei Blockhaus essen und wir finden es oberaffengeil. Und ja, geil, cool. In der Nummer 4 haben wir von Cavendish & Harvey Filled Caramel Drops. Und das sind 130 Gramm, das sind so Bonbons und das finde ich auch ganz schön. Die kann man dann einfach zwischendurch mal snacken anstelle von einer Tafel Schokolade oder so, weil da hat man ja immer ein bisschen länger was von. Oh geil, in der Nummer 5 haben wir eine Kinderschokolade. Das finde ich klasse. Ich drück dich steht hier drauf und da ist ein Bärchen drauf. 4 einzeln portionierbare Riegel sind hier drin enthalten. Oh mein Gott, das ist toll. Also über Kinderschokolade freut sich doch eigentlich so gut wie jeder, oder? Zu Nikolaus erwartet uns ebenfalls ein Schokosnack, was ich auch cool finde. Auch das kommt mir bekannt vor. Von Brand Schoko... Schokidos. Schokidos. Und das ist quasi mit Popcorn befüllt. Also du hast im Prinzip schokolierte Milchschokolade und in dieser Milchschokolade ist Popcorn drin. Ha, das ist auf jeden Fall cool. Ich mag sowas. Das finde ich jetzt richtig schön. Da haben wir Nummer... in der Nummer 7... Also, in der Nummer 7 haben wir von Kati Grießbrei drin. Und das mag ich gerne. Das erinnert mich an meine Kindheit. In 5 Minuten fertig steht hier drauf. Und dann machst du dir einfach ein bisschen Preiselbeeren oder Marmelade oder so rein. Ne? Finde ich klasse. Mit 500 Milliliter Milch machst du das. 92 Gramm. Ich weiß nicht. Ausreichend für 2 Portionen. Super. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das macht sie dieses Mal auf eine etwas andere Art und Weise, nämlich mit Dr. Oetker Mini Dekor Cookies Konfetti Rosa-Roter Mix. Total super. Aus knusprigem Keks ist das. Und das kannst du super über Kuchen drüber machen oder über Vanilleeis oder wenn du Plätzchen gebacken hast, so als ne, Streudeko. Finde ich total schön. Oha, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein bisschen Stoff freuen. Ne? Okay. Geht ja Richtung Weihnachten, ne? Henkel Piccolo Blanc de Blancs Dry Sec, also ein trockener Sekt ist das mit 11,5%. Und hier haben wir 200 Milliliter drin. Finde ich wunderschön von der Flasche her, ne? Also das macht sich super in einem Adventskalender. Oder wenn man den halt so als Mitbringsel verschenkt. Oder wenn man halt den Adventskalender öffnet, dann kann man sich den einfach mal gönnen.
Schön. In der Nummer 10 haben wir was für die innere Wärme, und zwar von Teekanne, ein Tee. Italienische Süßkirsche, süßfruchtig nach italienischer Art. Finde ich auch schön. Also ich mag gerne Früchtetee. Ich trinke in letzter Zeit, jetzt in der kalten Jahreszeit, halt sowieso etwas mehr Tee als normalerweise. Wobei ich den mir auch tatsächlich kalt trinken würde. Das heißt, einfach in den Krug reinhängen und dann, ne, kann man sich den über den Tag verteilt trinken. Habe ich mal bei El Anhelo gesehen, bei Özlem. Und seitdem mache ich das dann auch ganz gerne. Finde ich schön. Wie oft sagt sie schön? Viel zu häufig bei diesem Adventskalender, aber ich finde den schön. In der Nummer 11 haben wir was ganz Verrücktes drin, und zwar zum einen so eine kleine Packung von Pringles in Sour Cream and Onion, 40 Gramm. Das ist knuffig. Und dann haben wir hier so einen Pringles Bottle Opener, also quasi einen Flaschenöffner. Das finde ich witzig, dass sie halt einfach so dazu, ne, so ein Goodie gepackt haben. Das mag ich. Wusstet ihr übrigens, dass Pringles zu Kellogg's gehört? Ich wusste es nicht, hier hinten steht es drauf. Eigentlich ist der 12. Dezember bei Adventskalendern ja die Halbzeit, nicht so bei diesem, der ja bis zum 26. geht. Und hier haben wir mal wieder ein bisschen Stoff drin. Und zwar Manga Rocca Batida de Coco, ein Likör, 40 Milliliter, das ist schon mal sehr freundlich. Und dann haben wir hier noch mit drin auch von diesem Manga Rocca Batida Pura Coco, auch ein Likör, ja, auch 40 Milliliter. Kann einem auf jeden Fall mit warm werden. Die Nummer 13 enthält etwas, was ich super gerne mag, denn ich liebe so süß und salzig als Kombi, und das hier ist einfach die Perfektion davon. Von McVitie's oder Vitie's, die Flips Milk Chocolate Covered Pretzels. Ich liebe sowas. Oh, da hast du quasi so einfach Brezeln und da ist halt Milchschokolade drumherum. Milchschokolade und Brezeln. Lecker. Oh mein Gott, die Nummer 14 ist auch so eine kleine Kindheitserinnerung. Das ist Zuckerwasser pur, ne? Mag nicht jeder. Ich finde es ganz witzig. Dreh und Trink Waldbeere. Würde ich mir nie im Laden kaufen, aber jetzt habe ich es ja da. Und nochmal Dreh und Trink Apfel. Wie gesagt, ich nicht kaufen, aber wenn ich so einen Adventskalender habe, dann werde ich es auch trinken. Und falls man irgendwie so ein Eisgrillen oder sowas machen möchte im Dezember, kann man am 15. Dezember mit der Teriyaki Barbecue Soße mit Honig etwas Würze mit reinbringen. Ja, auf der Basis von natürlich gebrauter Sojasoße. Ich weiß jetzt nicht, wie heißt denn die Marke? 250 Milliliter Kikkoman vielleicht aus Japan. Sehr interessant. Die Nummer 16 enthält wieder etwas zu trinken, und zwar ein Kaffee. Mr. Brown Caramel Flavor Latte Coffee Drink 250 Milliliter. Die hatte ich auch schon mal in der Foodbox mit drin. Ich glaube, sogar in einer Männerbox war das enthalten. Hatte mein Freund getrunken, mochte er nicht so ganz so gerne. Aber ich werde mir das mal dann selber auch mal probieren und mir meine eigene Meinung dazu bilden. Noch mehr zu trinken gibt es am 17. Dezember, und zwar ist das hier von Münsterland I Am Your Oat Hafer Drink mit Kakao. Ja, sowas mag ich ganz gerne. 250 Milliliter haben wir hier drin und sowas gönne ich mir, ne? Ich trinke ja auch gerne Mandelmilch oder so, weil ich einfach nicht so das vertrage, sehr viel Kuhmilch zu trinken, und ja, dann trinkt man auch sowas immer ganz gerne. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir ein bisschen Schoki mit drin. Das sind Schoketten Selection Gold. Sehr interessant. Haselnuss-Kakao-Waffel. Das mag mein Freund bestimmt ganz gerne. 100 Gramm haben wir hier drin enthalten. Auch Schoketten ist etwas, das gab es bei meiner Oma öfters, weil das halt so praktisch war. Du musstest die nicht brechen, weil die waren ja schon vorher gebrochen. Und ja, dann konnte man die immer so, ich weiß nicht, naschen. Das war halt irgendwie cooler, als wenn du eine komplette Tafel Schokolade darum liegen hattest. In der Nummer 19 erwartet uns wieder ein Getränk, und zwar ein Red Bull The Winter Edition. Mhm. Granatapfel Energy Drink belebt Geist und Körper. Jo, sowas trinke ich mir ab und an auch mal ganz gerne, wenn man einfach so ein bisschen wieder einen klaren Energy Kick haben möchte, ne? Und hier jetzt auch noch in der Winter Edition finde ich auch charmant und passend tatsächlich für einen Adventskalender. Schön. Ach, wie cool ist das denn? In der Nummer 19 haben wir hier etwas von Rotkäppchen drin. Das ist echt schön eingepackt. Ein Riesling Trocken Flaschengärung steht hier drauf. Aha, ein Sekt 0,2 Liter und 12% Alkohol sind hier drin enthalten. Also schön, dass es auch in so einer kleinen Geschenkverpackung mit drin ist, ne? Ja, und das Produkt an sich schaut dann halt so aus. Ist ein ganz klassischer Rotkäppchen, Riesling, Sekt. Nö, ist irgendwie ein bisschen anders, ne? Als die, die ich normalerweise kenne. Aber finde ich schön. Am 21. Echt? Schon 21? Am 21. Dezember erwartet uns ein Riegel, und zwar von NYX Chocolate Wafer, No Added Sugar, No Palm Oil, No Gluten, Just Joy. 40 Gramm haben wir hier drin enthalten, und ja, das scheint dann einfach so ein Schokoriegel zu sein, ne? Mit Schokoladenwaffeln.
cool. Die Nummer 22 enthält etwas, was ich auch sehr klassisch für einen Adventskalender-Inhalt finde, also für einen Food-Adventskalender. Denn ja, zur Adventszeit, ganz ehrlich, wir machen halt immer große Festessen und so ein Kram, aber ab und an mal so einen schönen Teller Nudeln mit so Tomatensoße ist einfach mal ein Traum. Und hier haben wir von Barilla oder Barilla Vero Gusto Pomodori Datterini con Basilico. Also Tomaten, Datteltomaten und Basilico Genovese. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Soße ist das. 300 Gramm, 290 Milliliter. Finde ich klasse. Wird gegessen. Am Tag vor Heiligabend erwartet uns Sahne-Meerrettich. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch mit drin, oder? Ich würde tatsächlich eher Senf präferieren in meinem Adventskalender. Aber gut, ja, kann man auch gebrauchen. Kochs natürliche Wurzelwürze, Sahne-Meerrettich mild, verbesserte Rezeptur, läuft. Finde ich klasse. 135 Gramm. Ja, auf jeden Fall etwas, was so ein, ja, keine Ahnung, so ein typisches Produkt ist, was man halt immer irgendwie in der Vorratskammer stehen hat. Also wir auf jeden Fall. Also von daher, cool. Das finde ich richtig schön. Zum 24. Dezember, also zu Heiligabend, bekommen wir Merci Petits. Und zwar in dieser Variante. Das ist so eine Mixed-Variante, würde ich mal so sagen, ne? Total klasse. Kann man schön auf so einen ja, Weihnachtstisch halt auch drauf machen. So einen Snacktisch und so, ne? Und ja. Ich finde Merci-Schokolade auch per se immer ziemlich lecker und auch die Füllung da drin. Ich mag das gerne. Und hier haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute erwischt. Ne? Mit Nougat, mit Edelvollmilch, Praline, Mandel, weiße Crisp. Also das hört sich genau nach denen an, die ich mir auch immer rauspicken würde, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und da Merci's rumstehen. Dieser Adventskalender ist sehr besonders, denn jetzt haben wir noch zwei weitere Türchen vor uns. Zum einen habe ich jetzt in der Nummer 25 eine Probiergröße von den Doritos Sweet Chili Pepper Flavor. Mein Freund mag sowas sehr gerne, auch wenn ihm nachher der Mund brennt wie Feuer. 44 Gramm sind hier drin und ja, ne? Also für meinen Freund ist es astrein, der wird sich darüber freuen. Für mich wäre das jetzt nicht so unbedingt geil. Das finde ich richtig, richtig, richtig geil. In der Nummer 26 haben wir nämlich von Melitta Bella Crema Selection des Jahres oder Selektion des Jahres in der Stärke 3. 250 Gramm Arabica Bohnen, also quasi Kaffee. Finde ich klasse. Ich bin Kaffee-Junkie. Ich kann sowas sehr gut gebrauchen. Und das passt auch irgendwie zum 26. Dezember, weil man hat da wirklich die Tage durchgepowert und braucht dann erstmal einen starken Kaffee. Und ja, der ist mit feinen Aprikosennoten. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der so schmeckt. Und ich finde es auch geil, dass hier Kaffeebohnen drin sind. Problem an dieser ganzen Geschichte, was ist denn mit den Leuten, die keinen Kaffeevollautomaten haben? Da musst du natürlich diese Bohnen mahlen. Das ist ein bisschen umständlich oder man verschenkt sie halt weiter an jemanden, der einen Kaffeevollautomaten hat. Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil heutzutage ist die Gesellschaft ja sehr bunt unterwegs mit sowas. Aber ich finde es ehrlich gesagt einfach geil. Der Adventskalender sieht gar nicht so zerstört aus, wie ich dachte. Ich habe zwar das ein oder andere Mal auch so einen Zwischenstab mit aufreißen müssen, weil das Kläppchen einfach so mit aufgegangen ist. Da ist der von Degusta Box einfach ein bisschen robuster. Trotzdem haben wir hier einen ordentlichen Inhalt drin gehabt. Meiner Meinung nach ziemlich viel Sachen, was so Getränke angeht und verhältnismäßig auch viele Alkoholprodukte. Da muss man ein bisschen immer aufpassen, finde ich. Aber also für uns wäre das ein cooler Adventskalender. Wir würden uns darüber freuen, den die Adventszeit über aufzumachen. Und halt als Familie oder als Paar kann man das halt schön aufmachen, um sich das dann halt wirklich mal zu gönnen. Ne? Und würde ich eher den Brand News oder eher den Degusta Box empfehlen. Ich glaube auch, klar, ich habe eine Kooperation mit Degusta Box, ist klar, würde ich natürlich eher den von Degusta Box empfehlen. Ich finde den Inhalt aber tatsächlich auch ansprechender als diesen hier. Hier hast du natürlich zwei Kläppchen mehr, zahlst aber auch einen Euro mehr. Hast hier sehr viele Getränke drin, ne? Das muss man halt immer so abwägen. Deswegen öffne ich ja auch die Adventskalender, dass ihr einfach seht, was so drin ist und euch dann selber entscheiden könnt, welcher sich dann für euch persönlich tatsächlich auch lohnen würde. Und ja, das ist er nun gewesen. Preis-Leistungstechnisch ist er wahrscheinlich auch gut unterwegs, also da brauche ich mich auch nicht beschweren. Und jo, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!